Wir kommen von Frankreich nach Italien. Italien ist ein beliebtes Urlaubsland, nicht nur für Österreicherinnen und Österreicher. Letztes Jahr hat die italienische Tourismuswirtschaft Corona-bedingt aber 74 Millionen Nächtigungen verloren. Milliardenverluste waren die Folge, die man heuer zumindest teilweise aufholen möchte. Erst am Freitag musste Italien für Einreisende aus Großbritannien die Quarantänepflicht aber wieder einführen. Ave Cesare, tutto bene, tutto a posto. Es ist ein ewiges Gesetz. Wenn der Imperator seine Toga aus dem Kleiderkasten holt, sind sie zurück. Nicht in den Mengen, die man sonst in einem Juni sehen würde, aber doch fast unter sich und glücklich vor dem Kolosseum nicht stundenlang anstehen zu müssen. Erster Urlaub nach der Corona-Zeit, genau. Wie ist das so? Super, ja, optimal. Wieder mal ein bisschen wegkommen von zu Hause. Wunderbar, würde ich sagen, oder? Ja, doch, schon wieder toll rauszukommen aus den eigenen vier Wänden. Wobei natürlich bei uns zu Hause ist es auch schön. Ich erinnere mich an das letzte Mal, als ich hier war. Da mussten wir 1 bis 2 Stunden anstehen, um ins Kolosseum zu kommen. Jetzt geht das in Minuten. So I see at least nowadays it's only a matter of a couple of minutes. In einem normalen Jahr wären die Hotels in Italiens Kulturstädten im Juni zu 80% ausgelastet. Heuer liegt man bei 20%. Die Buchungen aber geben Anlass zur Hoffnung. Sie zeigen ein starkes Plus von 30%. Die Hälfte der Ausländer zieht es auch heuer wieder ans Meer. 2019 war ein Rekordjahr für Italiens Tourismus. Es werde dauern, bis man auf dieses Niveau zurückkehrt, sagt die Expertin. Wir schätzen, dass wir etwa 2024 zum Vorkrisenniveau zurückkehren, also in frühestens 2 Jahren. Vorausgesetzt, die Impfkampagne geht weiter. Der Green Pass bringt geschätzte 4 Millionen ausländische Touristen mehr nach Italien. Das ist sehr positiv. Wobei sich die Frage stellt, ob die Industrie mehr Gästen derzeit überhaupt gewachsen wäre. Von Hotels über Restaurants bis zum Bademeister fehlt Personal. 200.000 Mitarbeiter trotz Krise. Das bedingungslose Grundeinkommen führe dazu, dass diese Menschen fehlen, sagen die einen. Sie sind zu schlecht bezahlt, sagen die anderen. Wie dem auch sei, in Italiens Tourismus werden Mitarbeiter derzeit dringend gesucht. Und so kommen Spanier oder Schweizer nicht nur als Touristen hierher.